Hallo zusammen, Meier3007 hier. Ein herzlich willkommen zum 6. Adventskalender-Türchen heute am Nikolaus-Donnerstag. Ich wollte ja eigentlich meine Bücherregaltour drehen, aber ich bin heute abends ein bisschen später nach Hause gekommen und da war das Licht schon wieder so schlecht, dass es nicht so funktioniert hat. Die Regaltour muss ich also auf eines der späteren Adventskalender-Türchen verschieben. Und daher habe ich heute meinen Lesemonat für den November 2018 vorbereitet. Ich bin zufrieden, denn ich konnte insgesamt 6 Bücher beenden. Das waren 4 Print- und 2 E-Books. Das erste Printbook, Elmar Jung, alles wegen Dänen, Überleben mit Smørrebrød. Da muss ich immer an die Muppet Show denken. Smørrebrød, Smørrebrød, rum bum bum bum. Wer kennt den Kerl noch? Ich fand den immer so herrlich, wenn er sein Werkzeug wieder in die Ecken gefeuert hat. Smørrebrød ist eben eine Spezialität aus Dänemark. Und in dem Buch geht es darum, dass der Journalist Elmar Jung als Auslandskorrespondent nach Dänemark zieht und ihm berichtet, wie es ihm dort ergeht. Fand ich wieder sehr unterhaltsam zu lesen. Ich habe schon einige Bücher dieser Art gelesen, das hier war nicht schlecht. 4 Sterne hat es von mir bekommen. Dann Pierre Martin, Madame le Commissaire und die tote Nonne. Wieder mal ein Fall für Madame le Commissaire, Nummer 5, und der aktuellste der Reihe, hat mir gut gefallen. Wie der Titel schon verrät, stirbt diesmal eine Nonne. Und zwar am Rande von steil abfallenden Klippen. Man könnte meinen, die Nonne wäre abgestürzt beim Kräutersammeln. Aber war es wirklich so? War das ein bedauerlicher Unfall? Isabelle und Apollinaire haben da so ihre Zweifel. Für mich war das mit eins der besten Bücher aus dieser Serie. Volle 5 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Nächstes Jahr gibt es einen neuen Fall für Madame le Commissaire. Den werde ich mir auf jeden Fall sofort besorgen, wenn er rauskommt. Ich freue mich schon sehr drauf. Dann habe ich gelesen Letzter Fasching von Herbert Dutzler. Der neueste Fall für den Gaspallmeier. Das Buch habe ich schon über ein Jahr jetzt bei mir zu Hause liegen und habe es jetzt endlich mal angepackt. Es spielt zur Faschingszeit in Alt-Aussee. Aber ich möchte hier nicht allzu viel verraten. Denn hinter einem der noch geschlossenen Adventskalender-Türchen verbirgt sich die Rezension zu diesem Buch. Mit 408 Seiten war es auch das dickste Buch, das ich diesen Monat gelesen habe. Dann kommen wir zu meinem absoluten Monatshighlight. Laura Decker, Ein Mädchen, ein Traum, Solo um die Welt. Herrlich! Laura Decker, das jüngste Mädchen, das jemals alleine die Welt umsegelt hat. Ein wahnsinnig toll gemachter Erlebnisbericht. Ich hatte wirklich das Gefühl, mit Laura über die Weltmeere zu segeln. Super, es hat mich so gepackt, ich habe es sehr, sehr schnell ausgelesen. Und was ich auch sehr gut fand, hier zum Beispiel, es ist richtig schön bebildert, das Ganze. Und ich fand es auch interessant, was Laura alles auf sich nehmen musste, um endlich loszukommen. Denn da sind ja einige Gerichtsprozesse gelaufen. Ihr habt es vielleicht damals in den Nachrichten mitbekommen. Wie gesagt, ein super klasse Erlebnisbericht. 5 Sterne und plus noch dazu. Mit einem der besten Erlebnisberichte, die ich 2018 gelesen habe. Und wie gesagt, dann hatte ich noch 2 E-Books dabei. Einmal Bianca Palmer, Römische Ermittlungen, Kommissario Casellis erster Fall. Eine junge Geigerin tritt in Rom auf und ihr steht eine steile Karriere bevor. Doch als sie sich bei einem Autounfall das Handgelenk bricht, liegt ihre Karriere jäh in Trümmern. Kurze Zeit später wird der Unfallverursacher ermordet an der Engelsburg aufgefunden. War das ein Racheakt? Die Vermutung liegt nahe. Aber Castelli hat da so seine Zweifel. Ich habe mir das Buch schon vor sehr langer Zeit mal auf den Kindle geladen.
glaube, das war mit eins der ersten Bücher. Aber ich habe immer wieder mal reingelesen. Aber jetzt wollte ich es endlich mal beenden. Ja, ich fand es eher ziemlich langatmig, muss ich sagen. Der Funke ist bei Kommissario Cazzelli nicht wirklich übergesprungen. Ich habe mich da auf etwas à la Kommissario Brunetti gefreut, aber da kommt diese Serie nicht dran. Gut gemeinte 3 Sterne für Kommissario Cazzelli von mir. Und das letzte Buch, Simone Dora, Nachtruhe. Da bin ich zufällig beim Stöberntrap aufmerksam geworden. Es ist ein Krimi, der im Pfadfindermilieu spielt. So rund ums Thema Pfadfinder. Und da ich ja selbst 13 Jahre lang Pfadfinder war, war mir sofort klar, das Buch musst du unbedingt lesen. Es hat sich auch gelohnt. 4 Sterne habe ich dem Buch gegeben. Mehr möchte ich nicht verraten, denn auch zu diesem Buch werdet ihr in den nächsten Tagen eine Rezension von mir bekommen. Das war jetzt also mein Lesemonat. Wie gesagt, 6 Bücher, ich bin sehr zufrieden. An der Krippe sehen wir uns jetzt gleich wieder, also bis gleich! So, heute zum Nikolaustag ist der Ochse in der Krippe eingezogen. Ja, wir haben jetzt schon einige Figuren hier drin stehen. Hier oben noch der trompetende Engel. Und was dann morgen für eine Figur einzieht und was morgen für ein Video kommen wird, da lasst euch einfach mal überraschen. Ich möchte euch jetzt noch mal kurz was zeigen. Hier könnt ihr sehen, hier oben hängt die Lampe drin. Das ist so ein einfaches Bändchen, das quasi hier so am Kabel hängt. Das Kabel geht hier hinter. Da ist auch der kleine Trafo versteckt, der den Strom runterregelt. Und dann geht das Ganze hier rüber an die Steckdose. Also mit dem heutigen Türchen war es das. Morgen sehen wir uns dann wieder. Meier 30. Signal 7.